Frau Dr. Ritz-Berger, die österreichische Nationalbank hat heute ihre Wirtschaftsprognose vorgestellt. Nach Jahren mit magerem Wachstum, worauf müssen wir uns im nächsten Jahr einstellen? Wie Sie bereits erwähnt haben, heuer ist es wirklich ein mageres Wachstum geworden. 0,7% Wachstum sind nicht viel, aber nächstes Jahr wird es deutlich besser. Wir erwarten ein Wirtschaftswachstum von 1,9%, 2017 ähnlich hoch. Wie sind denn die internationalen Rahmenbedingungen für uns? Die internationalen Rahmenbedingungen bleiben leider unter unseren Erwartungen. China wächst lange nicht so schnell wie ursprünglich gedacht und auch andere Emerging Markets lassen aus, zum Beispiel Brasilien. Einzig Osteuropa, für Österreich wichtig, steht gut da. Kommen wir konkret zu Österreich. Was sind die treibenden Faktoren des Wachstums? Wir sehen nächstes Jahr drei Sonderfaktoren, die uns beim Wirtschaftswachstum helfen werden. Die Steuerreform, die bereits im Sommer beschlossen worden ist, wirksam ab 01.01.2016, wird die Realeinkommen stärken. Die Wohnbauoffensive, ein Wohnbauprogramm, wird hier die Investitionen vorantreiben und die Flüchtlinge, die durch Österreich ziehen, werden hier konsumieren und damit auch Arbeitsplätze schaffen. Stichwort Arbeitsplätze. Den Österreichern wichtig ist also ihr Arbeitsplatz. Wie wird das im nächsten Jahr aussehen? Und zweitens die Kaufkraft. Wie wird die Inflation im nächsten Jahr sich entwickeln? Beginnen wir mit dem Arbeitsmarkt. Die Beschäftigung entwickelt sich gut. Hier wird die Nachfrage, wird hier Arbeitsplätze schaffen. Die Arbeitslosenquote wird leider auch steigen. Deutschland hat uns den ersten Platz in Europa abgejagt. Aufgrund des Umfelds wird es hier leider nach oben gehen. Es drängen viele einfach auf den österreichischen Arbeitsmarkt. Inflationsrate. Österreich hat traditionell eine etwas höhere Inflationsrate als andere Euroraumländer. Die wird leicht nach oben gehen. Frau Dr. Ritz-Berger, besten Dank.